Hi guys, and welcome back to my channel. Today we're gonna work on... einem richtig coolen Projekt, und zwar an einem Mantelprojekt. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich Deutsch rede. Tatsächlich ist dieses Projekt mal wieder in Kooperation mit Pfaff entstanden. Und ich bin super, super happy, euch dieses Projekt zeigen zu können, weil es echt ein Herzensstück von mir ist und es super viel Arbeit reingeflossen ist. Und ich hoffe, euch gefällt das Making-of, was wir heute filmen werden. Für jeden internationalen Zuschauer, ich hoffe, es ist in Ordnung mit den Untertiteln und ihr kommt zurecht und mit und alles. Also ich versuche mein Bestes, es so verständlich wie möglich für jedermann zu gestalten. Also lass uns direkt beginnen. Oh mein Gott, ihr wisst nicht, wie cringe das teilweise für mich ist, irgendwas auf Deutsch zu erklären oder auch nur zu reden in dem Setting hier. Es wird eine Umgewöhnungszeit bedarf das. Aber anyways, wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, werden wir uns heute an eine großflächige, super coole, geometrische, mich erinnert so ein bisschen an Ginkgo-Blätter tatsächlich, Stickfläche machen. Wir werden die andere Seite von dem Beleg, dem Vorderteilbeleg, zusammen besticken. Das dauert einiges an Zeit. Tatsächlich hat jetzt der Kragen und der vordere Beleg hier um die 2 Tage in etwa gedauert, weil du natürlich nur eine gewisse Fläche hast. Also die Rahmen sind halt so groß, wie sie sind. Dann musst du den Rahmen natürlich neu positionieren. Dann wird das bestickt und es dauert alles dementsprechend lange. Also es ist kein Prozedere, was man eben so mal machen kann, sondern das dauert. Aber dementsprechend wird der Mantel hoffentlich den Wow-Faktor bekommen, den er verdient. Und ich finde, das sieht man jetzt schon, obwohl er noch nicht zusammengenäht ist. Also wir werden das andere Vorderteil bzw. den anderen Beleg fürs Vorderteil zusammen besticken und dann werde ich euch noch eine andere Technik zeigen, die ich persönlich vorher noch gar nicht kannte bzw. nicht wusste, dass es eine Nähmaschine machen kann. Und zwar werden wir zusammen filzen. Ich habe hier die eine Seite von dem Mantel bereits befilzt und ausprobiert und das funktioniert wirklich super. Ihr müsst nur ein bisschen aufpassen mit den Nadeln, weil die sind super dünn und dementsprechend brechen die leicht, vor allen Dingen bei so einem dicken Material. Also ich habe einen etwas dickeren Wollstoff, dann dazu natürlich noch den Beleg, mit dem das Ganze verstürzt ist, das Collar hier und diverse Schichten an Flieseline und so weiter. Dementsprechend, da müsst ihr wirklich aufpassen. Aber dazu hat Pfaff das Felting Embroidery Set, was ich nutze, und ich habe diese Technik so ein bisschen gehackt, weil so wie ihr es jetzt hier im Hintergrund seht, ist es nicht das, für was die Nadeln oder das Kit generell eigentlich gedacht ist. Also so semi. Ihr könnt damit schon vorgefertigte Stickmotive filzen. Also es gibt Motive auf mysonet.com, wo ich auch die Stickerei für den Kragen und den Beleg her habe. Ich verlinke euch das alles hier in der Videobeschreibung, beziehungsweise ihr seht die Nummer, nach der ihr suchen müsst, für das spezielle Stickmotiv auch eingeblendet in, als Bauchbinde. Es gibt dazu eben auch spezielle Filzmotive, wo man quasi was bestickt und dann werden Teile dieses Motivs gefilzt. Und deswegen gibt es eben dieses Filzkit hier. Und was ich davon verwende, sind tatsächlich ausschließlich die Nadeln, weil ich meine Nähmaschine in den Freihandmodus stellen werde und dann ganz vorsichtig Wolle da drauf verfilze sozusagen. Das zeige ich euch aber alles natürlich, aber ich finde, das ist einfach genial, wenn man so ein Kit anderweitig auch noch irgendwie weiterverwenden kann für ja, eine andere Technik bzw. halt eine andere Art und Weise. Und ja, deswegen machen wir uns jetzt mal von Anfang an dran. Und wir starten mit der Stickerei. So, das Teil, was wir besticken, ist relativ groß und vor allen Dingen relativ lang und schmal. Wir werden diese komplette Seite von Saum bis oben bis zur Kragennaht werden wir besticken, also diese gesamte Länge hier. Dementsprechend müssen wir ein bisschen Vorarbeit leisten. Und ich habe das jetzt zu Genüge ausprobiert, dass ich sagen kann, was für mich die beste Möglichkeit ist, das Ganze quasi zu meistern. Und zwar braucht ihr dazu einen festeren Probeteilstoff. Also ich nehme einfach meinen Nessel, den ich hier habe, weil offensichtlich habe ich das schon ausgeschnitten. Ihr könnt es theoretisch auch noch nicht ausgeschnitten besticken. Dann habt ihr quasi für den Rahmen die notwendige Einklipp Fläche sozusagen, die ihr braucht, um den Rahmen zu bespannen und dann das alles in die Nähmaschine zu tun und so weiter. Aber ich
habe, gerade weil das hier ein Wollstoff ist und der jetzt nicht allzu günstig ist, natürlich gehaushaltet mit meiner Ware und alles demnach ausgeschnitten, sodass ich platzsparend alle meine Schnittteile eben jetzt habe und nicht zu viel Geld ausgeben musste für den Stoff. So, und deswegen habe ich einfach einen Platzhalter sozusagen, den ich an die Nahtzugabe von meinem Stoffteil annähe. Und das dann nutze, um es in den Rahmen reinzuspannen. Das klingt jetzt alles sehr abstrakt, aber ich zeige es euch einfach mal. Und da ist es halt auch dementsprechend wichtig, einen günstigen, aber festen Stoff zu nehmen, weil ihr den Stoff theoretisch so ein bisschen verbraucht. Also natürlich kann man die Reste, alles was da übrig bleibt, danach weiter noch verwenden, aber es ist natürlich dann nicht mehr so, als hättest du so eine Stoffbahn. Also ich schneide mir jetzt eine großzügige Fläche von meinem Nessel ab. Die sollte mehr als die Länge von meinem Vorderteil messen. Also ich habe jetzt hier diese Länge und dann sollte eben unten Stoff sein, genauso wie oben an der Schulter. Da sollte auch noch, sagen wir mal, 10 cm Minimum an Stoff vorhanden sein, sodass du das easy in deinen Stickrahmen einspannen kannst. So, ich schneide mir jetzt hier einfach mal ein Stück Nessel ab, wenn ich meine Schere finde. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr euch hier, da wo die Faltlinie von dem Kragen ist, beziehungsweise was ist das? Das ist ja nicht wirklich ein Kragen. Das ist ja ein verlängertes Revers im Prinzip. Also von hier bis runter geht tatsächlich die Faltlinie. Normalerweise das ein echtes Revers würde ja hier irgendwann in den Umschlag sozusagen einlaufen und dann ganz normal in dem Überschlag nach unten bis zum Saum verlaufen. Das ist jetzt hier nicht so, weil das Design halt dementsprechend anders ist. Also zeichne ich mir die Linie ein. Ich habe im Saum einen Knipser und habe natürlich hier auch meinen Knipser im Sinne von hier dem V. Und jetzt kann ich mit zwei Linealen, mache ich das gerne, einfach so eine große, lange, gerade Linie einzeichnen. Dann weiß ich Bescheid, bis hierhin und nicht weiter darf ich sticken. Auch wenn das natürlich unsichtbar ist, alles was hier ist, ist innenliegend, aber trotzdem will ich ja einen schönen Abschluss bei der Faltlinie haben. Dann weiß ich jetzt auch schon, dass diese Linie ungefähr in der Mitte sitzen soll, so in etwa hier. Und das pinne ich jetzt mit meinen Pinnnadeln fest. Und nähe ganz vorsichtig mit einem großen Stich in die Nahtzugabe rein, einmal komplett um das Teil rum, damit mein Beleg auf dem Nessel fixiert ist. Eine Sache, die ich eben auf die harte Tour gelernt habe, mit dem Stoff speziell, normalerweise sagt man ja immer ein Stickvlies unter den Stoff legen, unter deine Arbeit legen, das habe ich natürlich gemacht. Aber meine Stickerei ist sehr, sehr kleinflächig, was die Flächen zwischen den verschiedenen Stichen angeht. Und dementsprechend wird die Stickerei sehr, sehr hart, wenn ich ein Stickvlies drunter lege. Und dann muss ich diese kleinen Vliesflächen, die zwischen den Stichen sind, alle rauspfriemeln. Und das ist ganz schön viel, wenn man bedenkt, dass der Mantel an sich irgendwie 1,20 Meter oder so hoch ist. Und ja, das habe ich gemacht für zwei Motivabschnitte. Und dann habe ich mir gesagt, ich habe keinen Bock mehr und habe das Vlies tatsächlich einfach weggelassen. Was super funktioniert hat, also für meinen Stoff speziell jetzt, werde ich kein Vlies verwenden, kein Stickvlies drunter legen. Einfach nur, weil der Stoff standig genug ist. Aber das ist natürlich von Stoff zu Stoff unterschiedlich. Es wird immer empfohlen, ein Stickvlies drunter zu legen, einfach weil die Maschine dann besser transportieren kann. Deswegen probiert es aus mit eurem speziellen Stoff, den ihr verwendet. Legt es drunter, schaut, wie es klappt. Und ja, entscheidet euch dann selbst, je nachdem, wie es halt bei euch läuft. Aber ich werde eben kein Stickvlies drunter legen. Ihr solltet es aber wahrscheinlich tun. So, ich gehe jetzt hier einmal mit meiner Nähmaschine einmal rumdum. Hier in die Nahtzugabe, ganz wichtig, nur in die Nahtzugabe reinnähen mit meinem größten Stich und hefte den Nessel an meinen Beleg. So, jetzt nachdem alles angenäht ist, drehe ich den Stoff um und werde alles, was innen liegend von der Naht ist, von dem Nessel entfernen, damit der Nessel natürlich nicht auf den Stoff gestickt wird, weil das würde ja zusätzlich noch Dicke geben. Das ist genau das, was wir vermeiden wollen. Also ich gehe jetzt einmal hier um mein Teil herum, so circa 5 mm next to. Ich bin schon so gewohnt, auf Englisch hier zu reden. 5 mm neben der Naht. Okay, jetzt da das alles vorbereitet ist, können wir den Teil, der nicht bestickt wird, also das hier alles, auch noch wegpinnen, dass das nicht immer über unser zu bestickendes Teil rüber hängt. Und dann können wir eigentlich auch schon anfangen mit dem ersten Motiv. Ich habe jetzt aus dem Teil hier, was ich schon genäht habe oder bestickt habe, gelernt, dass man nicht unten anfangen soll. Weil dadurch, dass wir, sagen wir mal, so große quadratische Musterelemente aneinander setzt, trotz den tollen Features und so weiter, die die Creative Icon 2 hat, also
mit dem Precise Positioning und dem ganzen Zeug, was sie mitliefert, gibt es immer noch den menschlichen Fehler, also den Human Error, während man eben arbeitet. Und das passiert auch mir natürlich. Und die Stickmotive werden irgendwann halt Chaps. Und um sowas zu verhindern, man sieht es hier, hier ist ein bisschen ein größerer Abstand als im Stickmotiv selbst. Also hier ist quasi ein Rand von einem Motiv, fängt das Neue an und man sieht halt, dass sie nicht perfekt zusammenpassen. Oder auch hier, man sieht es ein bisschen. Ich meine, man sieht es nur, wenn man es weiß oder wenn man wirklich ganz genau hinschaut, weil das Auge ansonsten auch viel zu überfordert wäre. Aber letztendlich ist es eine Sache, die passiert ist und auf die ich hier natürlich auch hinweisen möchte. Deswegen würde ich vorschlagen, dass man ungefähr auf Augenhöhe oder so, weiß ich nicht, auf Brusthöhe vielleicht anfängt, hier in etwa, und dann sich jeweils in die eine und die andere Richtung fortbewegt und hinarbeitet und nicht von unten anfängt und nach oben oder andersrum, einfach weil es dann beim anderen Ende sehr Chaps wird oder Chaps werden könnte. Und so verhindert man es zumindest zum Teil. Also ich werde ungefähr hier anfangen und mich dann hoch und runter arbeiten. Jetzt hole ich mal den Stickrahmen, den ich dafür verwenden will. Und zwar ist es der 26x20 cm Stickrahmen von Pfaff. Und ich werde ihn in etwa hier einsetzen. Jetzt ist natürlich wichtig, dass der Stickrahmen mittig platziert wird, weil du dementsprechende Ränder ja auf den Seiten bekommst. Und ich will, dass er parallel zu meiner Faltlinie eingespannt wird. Jetzt weiß ich von meinem vorherigen Stickversuchen oder von meinem vorherigen Sticken eben, dass das Muster ein Ticken zu eng ist, sozusagen, also nicht weit genug, sodass es die gesamte Fläche von meinem Beleg füllt, was natürlich ärgerlich ist, weil ich dann so einen klitzekleinen Streifen jeweils immer noch hier vorne extra ran sticken muss. Aber gut, so ist es halt. Deswegen weiß ich, dass das Stickmotiv wird bis zu dieser rosanen Linie ranreichen und dann eben so weit, wie es halt reicht, an den Rand hier. Also kann ich den Stickrahmen dementsprechend eng an die Linie hier anbringen. Ich muss ihn auch weitermachen. Öffnen wäre auch nicht schlecht. So, so ist gut. Und ich arbeite natürlich mit einem dicken Material, was das Einspannen immer so ein bisschen erschwert, aber ich habe es schon geschafft. Mache ich den zu und wir können rüber zur Nähmaschine gehen oder Stickmaschine und das Stickmotiv mit Precise Positioning perfekt parallel zum Bruch einstellen. Ich habe jetzt alles auf Sticken umgestellt und den Rahmen spanne ich jetzt dann auch direkt ein, nachdem ich mein Motiv ausgewählt habe. Das hole ich mir jetzt erstmal aus meiner Library. Das habe ich natürlich alles schon runtergeladen und auf meiner Maschine synchronisiert. Über MySoNet kann man das ganz einfach auswählen und dann in seiner Library einspeichern. Und lass sie einfach mal so mittig, wie sie default quasi reingeladen wird. Und mach dann alles weitere über das Precise Positioning Tool, was die Creative Icon hat. Und dann gehe ich eigentlich schon auf Start und kann jetzt hier eben über Precise Positioning die exakte Position der Stickerei einstellen. Und ich weiß ja, dass ich an meiner Bruchlinie, also dass ich nur auf meinem Beleg bis zur Bruchlinie sticken will. Und dementsprechend werde ich das jetzt hier mit den vier verschiedenen Punkten direkt da anordnen. Also ich gehe jetzt erstmal an die obere rechte Ecke und positioniere das so weit wie geht eben nach rechts, sodass es bündig auf der Linie ist. Und dann kann ich mit dem Winkeltool sozusagen das Motiv drehen, damit sich das perfekt an dieser Linie orientiert. Also dass es perfekt parallel zu der Linie ist. Und das war es auch schon. Über den Projektor kann ich das natürlich alles in Echtzeit nachverfolgen oder mitverfolgen, I guess. Und sobald das alles abgeschlossen ist, kann ich auf OK drücken und quasi auf Play, auf Start. Und die Maschine macht alles für dich selbst.
So, die Stickerei ist jetzt abgeschlossen. Dann klicken wir einfach mal OK und ich versetze jetzt den Strickrahmen off-camera einfach mal eins weiter nach oben. So, wie ihr sehen könnt, bin ich in dem Stickmenü geblieben, weil jetzt mit dem neuen versetzten Rahmen gehe ich jetzt auch einfach nur auf Precise Positioning und bewege die Stickerei einfach so, dass sie wieder quasi dazu passt. Und zwar will ich als erstes die Position hier unten links sehen, weil die muss andocken an das Design, was ich bereits habe. Und das kann ich, indem ich es dementsprechend verschiebe. So in etwa so. Ich muss fast den Raum ein bisschen verdunkeln, weil ich sehe fast nicht, was mein Projektor mir hier anzeigt. Okay, dann gehen wir auf den Winkel und gehen eigentlich hier oben hin. Und schauen, ob der auf der Linie sitzt. Oder gar nicht. Alexa, Licht aus. Sieht man es jetzt besser? Ich habe so das Gefühl, man sieht es jetzt besser. Okay, dann machen wir es mal so. Gut. Ich hoffe, es funktioniert alles mit den LED-Lichtern und so weiter. Nicht, dass alles flimmert. Also, wir haben jetzt hier diese untere Ecke, die noch nicht wirklich zusammenpasst mit meinem Motiv. Und das kann natürlich auch daran liegen, dass der Stoff verzogen ist. Deswegen hilft es oft auch, einfach den Stoff ein bisschen zu ziehen, weil der macht natürlich auch sein Ding. Das hat schon mal sehr geholfen. So, dann schauen wir mal, inwieweit wir das hier drehen müssen. Sehr. Okay, das schaut jetzt schon mal gut aus. Hier unten sieht es fast gut aus. Okay, so, jetzt habe ich hier ziemlich lange rumexperimentiert, aber ich glaube, so weit ist es gut. Deswegen gehe ich jetzt mal auf OK und starte die Stickerei wieder. Und wie ihr sehen könnt, die startet jetzt hier nicht auf meinem Stoff. Deswegen muss ich hier vorsichtig sein, dass sobald die Stickerei auf den Stoff hochgeht, dass nicht irgendwie komisch umgeschlagen wird oder so, sondern dass das Füßchen drauf geht. Also bei sowas muss man dann immer aufpassen. Aber das ist auch das einzige Eck. Alles andere ist ja auf dem Stoff drauf, deswegen kann ich jetzt eigentlich beruhigt wieder was anderes machen sozusagen und die Maschine nähen lassen oder sticken lassen. Und das mache ich jetzt auch. Genau. Und wir sehen uns, sobald dieses Quadrat fertig ist. Okay, ich habe jetzt die nächste Fläche vorbereitet und die geht jetzt über eine ziemlich große Nesselfläche, also ungefähr die Hälfte von meinem Motiv wäre quasi abgeschnitten. Und dementsprechend würde ich jetzt meine Stickereien so einstellen, dass eben nur die Teile, die tatsächlich auf meinem richtigen Stoff sind, tatsächlich gestickt werden. Das muss man manuell machen und zwar über die Gehe-zu-Stich-Option hier. Ich habe ja schon einige Stickereien gemacht von dem Motiv, deswegen weiß ich ungefähr, wo welcher Stich ist, beziehungsweise kann das so ein bisschen besser einschätzen. Wir sind jetzt hier bei ca. 2500 und jetzt würde ich ganz gerne einfach nochmal nachvollziehen sozusagen, wo genau die Maschine jetzt entlang stickt, indem ich rückwärts gehe und schaue, ob irgendwas von den Stichen, die ich jetzt hier abgehe, sozusagen auf meinem tatsächlichen Stoff sind. Und alles, was der hier jetzt gerade macht, wäre noch auf meinem Stoff drauf, aber alles bis circa hier nicht mehr. Und jetzt muss ich mal gucken, wo dieses Eckchen, wobei das ist gar nicht mehr auf meinem Stoff drauf. Also das hier ungefähr ist dann der Start von meiner Stickerei, weil alles, was hier oben ist, ist abgeschnitten. Und jetzt lasse ich sie einfach mal ein bisschen sticken. Jetzt muss man hier natürlich relativ achtsam sein, weil sie stickt ja weiter die Maschine. Und wir wollen ja nur, damit man natürlich auch ein bisschen Faden spart und Zeit spart und so weiter, wir wollen ja nur die Teile, die tatsächlich auf unserem Mantel sind, besticken. Das ist jetzt einmal diese Naht und dann die nächste und dann können wir eigentlich auch schon wieder skippen und zwar auf das Ende von dem Blatt, auf hier.
Okay. Die Stickereien sind final endlich komplett abgeschlossen. Ich habe jetzt das Vorderteil speziell hier mal aufgespannt auf meine Bügelunterlage, damit ich das ganze Schnittteil blocke. Das hat den Grund, wenn du Sachen stickst, dann zieht sich der Stoff automatisch immer so ein Ticken zusammen. Und natürlich will ich das nicht und ich will das vermeiden. Dementsprechend habe ich jetzt mein Schnittteil hier einmal aufgespannt, mit Nadeln fixiert, in der Größe, in der das Schnittteil sein soll. Das habe ich abgeglichen mit dem Papierschnittteil. Und alles einfach gut gesteamt, am besten nass machen, drüber steamen, drüber bügeln und so trocknen lassen. Das ist Blocken. Dementsprechend bleibt das Schnittteil dann so, wie es geplant ist. Wenn man natürlich nichts bestickt, dann ist es nicht notwendig. Das ist nur, weil sich durch die vielen Stiche und der zusätzliche Faden und alles Mögliche, sich der Stoff ein bisschen zusammenzieht. Aber das habe ich jetzt gemacht. Das ist jetzt alles final fertig und wir können jetzt ans Filzen gehen und da freue ich mich schon riesig drauf. Davor will ich aber noch mal einmal kurz den Nessel hier abschneiden. Ich schneide einfach nur einmal um das Schnittteil außenrum, um ein arbeitsfertiges Schnittteil letztendlich zu haben, also kein großes Hexenwerk. Und natürlich immer dran denken, ist ein riesiges Nesselstück, was wir hier dran gemacht haben, was man natürlich für kommende Projekte nochmal verwenden kann. Also da wird nichts weggeschmissen. Das kommt in meinen Vorrat. Und dann für Hex oder sonst irgendwas, was ihr auf meinem Insta seht, werde ich das wahrscheinlich in Zukunft wieder verwenden. So, hier habe ich das Ganze auf mein Schnittteil drauf geheftet. Das trenne ich hier einfach auf und dann kann ich das Ganze verwenden. So, und den Rest schneiden wir wieder ab. Und damit ist der Beleg für das Vorderteil fertig. Und das nächste, was ich euch zeigen will, worauf ich mich schon echt freue, und es hat richtig Spaß gemacht, hier es bei dem Teil schon vorzubereiten. Wie ihr sehen könnt, hier hinten ist alles schon befilzt. Und zwar werde ich den Rain Guard, das Collar quasi hinten, was in die Ärmel reinläuft, mit Wollfasern befilzen. Und das können wir alles an der Maschine machen, an der Creative Icon 2, beziehungsweise an anderen Haushaltsmaschinen mit dem Felting Embroidery Set von Pfaff. Das Ganze sieht so aus, das ist so ein kleines Kit. Da gibt es, das habe ich im Intro auch schon gesagt, verschiedene Motive auf mysonet.com, wo man das Felting-Kit, quasi das Filz-Kit, verwenden muss. Ich hacke das Kit so ein bisschen und werde so ein bisschen mein eigenes Ding draus machen, weil ich ja nicht ein vorgegebenes Muster filzen will, sondern ich will großflächig die Wolle hier, also mein Mantelstoff, mit Wolle befilzen. Und da brauche ich einfach viele Sachen, die hier drin sind, brauche ich einfach nicht. Und das zeige ich euch natürlich, wie das geht. Um das machen zu können, müssen wir aber den Rain Guard so ein bisschen vorbereiten. Und zwar muss der an dem Saum und an dem Ärmelsaum hier drüben schon mal mit dem Futter verstützt werden. Das ist eigentlich super einfach. Wir legen einfach das Futter auf unseren Mantelstoff drauf und nähen einmal hier diese Ecke und einmal diese Kante und verstützen das Ganze dann miteinander und bügeln es glatt und dann kann es auch schon ans Filzen gehen. Das machen wir ganz kurz. So, jetzt sind die zwei Säume hier einmal zusammengenäht. Können wir einmal dieses Eck hier abschneiden, bevor wir alles einmal umdrehen und glatt bügeln. Wichtig ist mir jetzt dabei, dass wenn ich das bügel, wie ihr sehen könnt, wollen die zwei Teile auf den ersten Blick nicht wirklich zueinander passen, aber da können wir wieder diese Blocking-Technik verwenden, indem wir einfach die verschiedenen Kanten so aufeinander stecken, dass sie zusammenpassen. Können wir dann später auch einmal hinheften. Und das können wir auch jetzt schon machen, ist egal. Aber wichtig ist nur, dass dementsprechend der Saum richtig gebügelt wird, dass hier oben quasi genug Stoff noch übrig ist. Gehen wir hier einmal noch in der Nahtzugabe um die Schnitthalle rum und heften die beiden Layer zusammen, weil der Rest wird ganz easy mit dem Mantel an sich in Seitennaht vom Ärmel, Schulternaht und Co. vernäht. Dementsprechend kann das alles offen liegen bleiben. Es muss nichts mehr verstürzt werden hier miteinander. So, einmal Eier außenrum in die Nahtzugabe. Okay, jetzt ist das Collar einmal vorbereitet mit zwei fertigen Kanten und ihm einmal komplett der Rest zusammengeheftet. Und jetzt wollen wir doch mal einen Blick in das Felting Embroidery Set wagen. Das kommt nämlich mit verschiedensten Sachen, unter anderem eben auch den Felting Needles. Die sind super besonders. Ich hoffe, ich kriege da eine gute Nahaufnahme hin, weil wer schon mal gefilzt hat, weiß,
das Trockenfilzen über Widerhaken funktioniert. Man kann es so ein bisschen sehen, aber hier sind ganz kleine Widerhaken in dieser Nähnadel drin und kein Nadelöhr, weil wir filzen selbstverständlich ohne Fäden. Wir filzen nur mit den Wollfasern, die wir auf unser Teil legen, was verfilzt werden soll. Und dann kommt die Maschine und rattert durch quasi und verfilzt mit dieser Nadel, mit diesen Widerhäkchen, die Wollfasern mit unserem Stoff, auf den gefilzt wird, sozusagen. Und dafür brauchen wir eben diese Widerhaken. Jetzt sind hier auch noch ganz viele andere Goodies in dem Kit drin. Unter anderem so ein kleiner Schutz hier. Der kommt dann dort, wo normalerweise das Füßchen angebracht wird, kommt dieser Schutz hin. Dann hier so eine Kapsel, die anstelle von Unterfaden eingelegt wird, damit bei meiner Maschine jetzt geht es automatisch, eben nicht angezeigt wird, dass der Unterfaden zur Neige geht. Dieses kleine Plättchen, was den Transporter überdeckt. Da werde ich aber tatsächlich stattdessen die Freihandfunktion nutzen, weil da klappt sich der Transporter eh nach unten und dann braucht man das hier nicht wirklich. Ich habe das alles ausprobiert, natürlich mit all diesen Gadgets, die in dem Kit drin sind. Und für mich war es am einfachsten, tatsächlich nur dieses Case hier zu verwenden und die Filznadeln und sonst nichts. Weil das hier hat natürlich eine gewisse Dicke, so ein paar Millimeter, die tatsächlich gebraucht werden. Genauso wie dieses Teil, es hat auch wieder eine Dicke, so ein paar Millimeter. Und es wird immer weniger Platz zwischen, wo man tatsächlich die Wollfasern und den Stoff unterlegen kann. Und deswegen ist für mich bei diesem Kit für meine Zwecke weniger mehr. Selbstverständlich, wenn man das Kit so verwendet, wie es eigentlich gedacht ist, nämlich mit den verschiedenen Motiven, die man auf MySewNet eben sich runterladen kann. Da ist natürlich alles, was hier im Kit vorhanden ist, notwendig, weil das ganze Ding natürlich anders funktioniert, ne? Weil es schon vorgefertigte, programmierte Stickmotive sind oder Filzmotive in dem Fall. Da ist das hier alles notwendig. Wie das Kit tatsächlich an der Maschine angebracht wird, was wohin kommt und so weiter und so fort, steht alles in der Anleitung drin. Das könnt ihr euch dann selbst durchlesen, wenn ihr das Kit so verwendet, wie es eigentlich gedacht ist. Ich zeige euch jetzt, was ich mache mit meinem Projekt hier und dann gehen wir mal rüber zur Nähmaschine. Also, wir sind jetzt hier an der Nähmaschine. Ich habe das Ganze auf Nähen eingestellt, nicht auf Sticken. Das Erste, was ich mal mache, ist den Unterfaden entfernen und dafür dieses Casing hier einzusetzen, was im Kit vorhanden ist. Das war es auch schon, dann schließen wir das Ganze wieder und der Oberfaden kann genauso entfernt werden wie auch die Nadel, weil jetzt so eine Filznadel hier eingesetzt wird. Das ist auch eine Flachkolbennadel, das heißt, die ist kompatibel mit Haushaltsmaschinen generell. Das spannen wir hier ein und dann entferne ich jetzt noch den Stickfuß und zu allerletzt auch das Attachment hier, wo die Füße angebracht werden. Das machen wir auch einfach weg. Hier müsst ihr aufpassen, verliert die Schraube nicht. Die sitzt nämlich jetzt hier einfach locker in dem Teil drin. Deswegen, ich lege das einfach mit ins Felting-Kit, weil da ist der ganze Kram, den ich quasi gerade entfernt habe, um wieder nähen zu können, liegt da drin. Würde ich euch auch empfehlen, dann geht nämlich nichts verloren. So, jetzt haben wir die Nähmaschine gestrippt, mehr oder weniger. Und das ist alles, was wir brauchen. Einzige ist jetzt natürlich noch unser Stoff und unsere Filzwolle. Das ist jetzt hier einfach rohe Wollfasern, die zum Filzen verwendet werden. Da reiße ich mir so ein Stückchen ab und lege das einfach aufgefächert, sodass die Fasern in der Richtung bleiben, in der sie angeordnet waren. So, und lege mir das so ein bisschen auf meinen Stoff drauf. Ich versuche gleichzeitig das ordentlich zu machen, aber auch nicht zu ordentlich, weil ich schon irgendwie so ein bisschen den zufälligen Charakter quasi erhalten will. Das hält Gott sei Dank auch einigermaßen auf meinem Stoff, weil der ja auch nicht glatt ist, sondern der ist natürlich auch, hat so ein bisschen was Wolliges, dementsprechend bleibt es da alles kleben. Und ich habe immer persönlich so ein bisschen Schiss, deswegen stelle ich meine Nähmaschine immer einen Ticken langsamer. Aber im Prinzip müssen wir nur noch die Freihandeinstellung machen, damit sich das hier nicht nach oben klappt. Und dann geht's auch schon los. Ich fange mal mit dem Pedal an, ich werde aber dann zu dem automatischen Nähen wechseln, sobald alles passt. Und ich bewege jetzt einfach mein gesamtes Teil auf und ab, damit so grob einfach mal die Wolle auf meinen Stoff gefilzt wird. Ist jetzt hier einigermaßen schon drauf. Jetzt stelle ich mal die Geschwindigkeit hoch und mache auf automatisch. Und los geht's. Und jetzt wird richtig gefilzt. Hier müsst ihr auch aufpassen. Die Nadeln sind sehr, sehr dünn.
Und wenn das dann einigermaßen angefilzt ist, nehme ich mir einfach das nächste bisschen, lege das auf mein Teil drauf und mache weiter. Und das ist auch schon alles, was ich diese Woche für euch habe. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem Tutorial. Das wird dann alles auf Englisch wieder passieren, so wie man es gewohnt ist. And I just wanted to let you guys know that I am gonna have another video in German in probably half a year. Also wenn ihr Deutsche seid oder Deutsch sprecht, dann freut euch da drauf. If you haven't already, please go ahead and subscribe to my channel and ring the bell so you'll get notified every time that I post. I post on Sundays, so you can keep an eye out for that. In the meantime, if you haven't already, please go ahead and check out my social media. All the links are down in the description below and hit follow there so you can support me that way. There will be a link to my shop generally. There are so many different patterns on there, also code patterns, so if you're interested in any of those, that would help me out tremendously because you support me and my channel that way, the most direct way actually. So thank you so much for that. Another way to support me is to become a channel member. There is also a link down in the description down below. So thank you so much for you guys for watching, for everything, and I'm gonna see you next Sunday. Bye guys.